Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV. Die letzten zwei Jahre gab es das Codecamp 24 in der Schwimmhalle Wernigerode. Heute sind wir beim Codecamp 48. Das 48-Stunden-Codecamp, ausgerichtet hier in der Stadt Wernigerode im Freibad, ist ein 48-Stunden-Programmier-Event, wo Schüler, Schülerinnen, Studierende, externe Teilnehmer und IT-Begeisterte neue Technologien und alles, was es auf dem Markt gerade neu gibt, ausprobieren können, nutzen können und ihre eigenen Ideen in Prototypen umsetzen können. Ich selbst bin Professor an der Hochschule Harz für Software Engineering und Internettechnologie und freue mich, Sie durch diesen Event führen zu können. Sie sehen jetzt hier im Hintergrund unsere Präsentationsarea, wo die Tech Talks und die Präsentationen stattfinden werden, wo die Experten neue Technologien vorstellen und den Teilnehmern schmackhaft machen, dass sie die dann hinterher die ausprobieren können. Hier an den PC-Inseln können die Teilnehmer die neuen Technologien nutzen, programmieren, ausprobieren und mit den Experten in Diskussionen einsteigen. Wir haben auch einen der Großen der IT-Branche, nämlich Microsoft, überzeugen können, uns zu unterstützen. Microsoft ist mit Personal und mit einer Menge Technologie im Gepäck zu uns gekommen und wird ihre neuen Highlights sowohl Technologie wie auch Software vorstellen. Auch die Automatisierungstechnik der Hochschule Harz ist vertreten und zeigt mit SPS-Steuerung, was man alles zwischen Web, Automatisierung und professionellen Bussystemen machen kann. Hier können sowohl Schüler wie auch Studierende ausprobieren, was von kleinsten Einheiten bis zum mächtigen Serversystem alles machbar ist. Hier ist die Chill-Out-Zone, wo die Teilnehmer entspannt über Dinge diskutieren können, sich unterhalten können, direkt mit den Experten völlig relaxed die Technologien und die Probleme oder aber auch die Lösungen diskutieren können und sich ganz entspannt zurücklehnen können. Einer der Highlights ist unser 46-Zoll-Touch-Tisch, an dem man per Berührung direkt auf dem Display arbeiten kann und so Software erstellen kann, die wie auf Smartphones, diesmal aber in voller Größe mit berührungsempfindlichen Systemen umgehen kann. Hier ist die Erfrischungsstation, wo die Teilnehmer kostenlos alkoholfreie Getränke bekommen können und sich somit für die harte Arbeit stärken können. Die VW Financial Services AG hat uns dankenswerterweise eine Karrierebahn zur Verfügung gestellt, sodass die großen wie auch die kleinen Spielkinder hier völlig entspannt ausspannen können und völlig relaxed zocken können. VWFS hat uns neben der Karrierebahn auch drei Segways zur Verfügung gestellt, sodass wir Elektromobilität live im Freibad erleben können. Wir werden versuchen, uns durch den vorgegebenen Parcours zu hangeln, ohne dabei umzufallen. 48 Stunden Codecamp. Warum 48 Stunden? Warum in Wernigerode und warum im Freibad? Nun, wir hatten im Winter 24 Stunden Codecamp im Hallenbad als Prüfungsform für die Studierenden der Hochschule Harz. Da die Studierenden sehr, sehr begeistert waren und dies rumerzählt haben, haben wir uns gedacht, dass 48 Stunden A besser zum Programmieren ist und B haben wir es geöffnet für alle interessierten IT-Teilnehmer, Schülerinnen und Schüler sowie externe Teilnehmer von Unternehmen oder Freelancer oder anderen arbeitenden Leuten in der IT-Industrie. Von daher haben wir ein offenes Event gestaltet, an dem alle teilnehmen können, sich registrieren können, vorbeikommen können, auch einfach nur die Tech-Talks, die Vorträge hören können, sich über neue Technologien informieren können und einfach hier zusammen in entspannter Atmosphäre zusammen lernen, arbeiten und ausprobieren können. Deswegen 48 Stunden. Warum Wernigerode? Weil uns die Hochschule Harz natürlich eine perfekte Infrastruktur zur Verfügung stellt. Zusammen mit der Stadt und der Stadtwerke Stiftung sind wir in der Lage, hier eine perfekte Infrastruktur vorzuhalten, sodass die Studierenden und die Teilnehmer des 48 Stunden Codecamps entspannt, aber sicher und mit sehr viel Technologie und Expertenunterstützung ihre 48 Stunden nutzen können, um Prototypen zu entwickeln, um Technologien auszuprobieren und gemeinsam Spaß zu haben. Alle Teilnehmenden, IT-Experten, Studierenden, Schüler und Schülerinnen, neue Technologien kennenzulernen, auszuprobieren, sich mit den Experten in einer ungezwungenen Umgebung zu treffen, locker zu unterhalten und ganze Menge Technologie auszuprobieren, zu testen und zu gucken, was alles geht. Natürlich hat es viel mit Spielen zu tun, ohne Frage. Deswegen hat uns einer unserer Sponsoren auch eine Karrierebahn
in das Ende gestellt. Von daher, wir können uns auch entspannen. Nichtsdestotrotz geht es am Ende um viel Arbeit. Die Stadtwerke Stiftung Wernigerode war so nett, uns eine Spende zu geben, mit der wir die Internetstrecke hierher bringen konnten. Internet im Freibad ist was, was durchaus nicht üblich ist. Von daher sind wir hier sehr, sehr glücklich, über nahezu 80 Megabit synchron zu verfügen. Das ist was, was wir für das Codecamp hier jetzt zur Verfügung stellen, aber auch in Zukunft den Badegästen möglicherweise zur Verfügung stellen können. Von daher haben wir hier eine Infrastruktur, die dauerhaft genutzt werden kann. Da wird sich die Stadt sicherlich noch irgendwann näher zu äußern. Und somit die Infrastruktur weiter nutzen können. Und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich auch, nächstes Jahr mit dem nächsten Codecamp diese Infrastruktur weiterverwenden zu können. Wen haben wir alles überzeugen können, herzukommen? Naja, es gibt eine Menge Firmen, der Branchenprimus Microsoft, selbstverständlich. Dann haben wir die VW Financial Services AG aus Hannover und Braunschweig. Dann haben wir die FME AG aus Braunschweig. Und viele weitere Unternehmen, die uns Technologie zur Verfügung gestellt haben, die es entweder so am Markt noch nicht gibt oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer käuflich erwerben müssten, stehen alle hier frei zur Verfügung, können genutzt werden. Eine Menge Experten werden uns im abendlichen Programm durch eine ganze Menge Technologien führen und uns zeigen, was wir entweder noch nicht können, noch nicht wissen oder dringend mal ausprobieren wollten. Das fängt bei kleinen Embedded Devices an, also mikroskopisch große Controller, die wir uns an die Hutnadel stecken können, in die Krawattennadel, bis hin zu großen Servertechnologien und Automatisierungssteuerung, die dann auch von der Hochschule Harz beigesteuert wurden. Wir haben eine ganze Menge Technologie hier aufgefahren. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir neben Schülerinnen und Schüler und Studierenden der Hochschule Harz auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedensten Bundesländern gewinnen konnten. So ist von Berlin, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen doch der eine oder andere zu uns gestoßen, beziehungsweise noch auf der Anreise und wird auch gleich sein Zelt hier aufschlagen, sodass wir über einen breiten Mix an Teilnehmerinnen und Teilnehmern verfügen können. Und eine Menge Tagesgäste, die sich zum Gucken, um neugierig zu sein und zu schauen, was wir denn hier so genau machen, auch in den nächsten Tagen für jeweils einen Tag angekündigt haben. Ich hoffe, dass wir alle zusammen ein produktives 48-Stunden-Codecamp erleben können. Und ich danke der Stadtwerke Stiftung Wernigerode nochmals für die Förderung, mit der wir diese Infrastruktur überhaupt erst möglich machen konnten und die wir dann auch hoffentlich in Zukunft weiter nutzen können. Vielen Dank. Willkommen. Liebe Freunde der IT-Technologie, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Professor Dröhlgorn, meine Herren Kollegen, Vorstandskollegen von der Stadtwerke-Stiftung. Herr Professor Dröhlgorn, wenn ich jetzt das Papier genommen hätte, hätte mich hinten rausgeschlichen, wäre es nichts. Ne? Sie haben sich jetzt schon bedankt für etwas, was wir Ihnen jetzt überreichen wollen, aber Sie waren vorinformiert. Insofern akzeptieren wir das heute auch mal. Ne? Liebe Freunde, vor gut einem Monat hat Professor Dröhlgorn, dem wir recht herzlich auch für die Organisation hier danken, einen Antrag gestellt an die Stadtwerke Stiftung zur Unterstützung des 48-Stunden-Codecamps hier in Wernigerode im Waldbad. Als ich den Antrag bekommen habe, gebe ich ganz ehrlich zu, war mir noch nicht so richtig klar, was hier eigentlich stattfinden soll. Das ist bereits die dritte Veranstaltung, die unter Ihrer Leitung läuft. Zwei waren in der Schwimmhalle und in diesem Jahr jetzt die Veranstaltung hier. Ich finde den Platz sehr gut gewählt, aber ich komme nochmal darauf zurück, mir war noch nicht richtig klar, was passiert hier eigentlich. Und als ich dann aber den Antrag gelesen habe und mich dann im Internet informiert habe, da war ich regelrecht begeistert von dem, was Sie vorhaben. Begeistert hauptsächlich vom Networking. Die Ziele, neue Ideen zu entwickeln, innovative Ideen zu entwickeln, bis hin zu Prototypen, vielleicht auch den einen oder anderen Prototyp dann später mal in ein Produkt zu überführen, die finde ich persönlich sehr gut, die finden wir als Vorstände sehr gut, denn die Ziele decken sich natürlich genau auch mit den Richtlinien, nach denen wir im Auftrage der Stadtwerke Stiftung auch die Förderung vergeben. Wir sehen in der Veranstaltung natürlich auch eine besondere Außenwirkung für die Stadt Wernigerode.
wir sehen ganz klar, dass wir mit den vielen Gästen, die Sie erwarten und die wir natürlich auch erwarten, auch ein Multiplikator in Richtung, was hat Wernigerode zu bieten? Eben nicht nur Kultur, nicht nur die Schönheit der Stadt, sondern auch Innovationen, die in der Hauptsache junge Leute, Sie haben es ja geschrieben, 16- bis 18-jährige Schüler, Jugendliche, Studenten oder allgemein Interessierte an der IT-Technologie begeistern soll. Ich hätte mir allerdings persönlich jetzt mal so ganz am Rande noch etwas mehr Einbindung der regionalen IT-Unternehmen gewünscht. Ich selber habe ja eine ziemlich große Nähe zu einem IT-Unternehmen, allerdings in Blankenburg, aber ich weiß auch, dass dort gerade besondere Innovationen im Bereich der Kameratechnik laufen. Und es gibt auch andere Unternehmen, die neben den Großen, die Sie nannten, und auch neben Braunschweig, neben Wolfsburg und so weiter, neben Unternehmen, die daherkommen, denen wir auch danken, dass sie hier sind. Aber gibt es natürlich auch so den einen oder anderen regionalen, wo ich eben auch ganz gern gesehen hätte, so als Vertreter der Industrie, der heute den Zuwendungsbescheid hier übergibt, der dann auch den Kontakt zu den großen Unternehmen hätte finden können, über ihre Zielsetzung hinaus, vielleicht als Anregung für das nächste Mal. Wir haben, wie ich schon sagte, den Antrag entsprechend der Satzung geprüft und haben eben auch festgestellt und das Ganze im ganz schnellen Umlaufverfahren, dass wir heute hier den Zuwendungsbescheid übergeben können. Den Check haben Sie schon bekommen, ja? Gut, ja. Es wurde mir so vom Herrn Meinig am Freitag auch schon so gesagt. Aber der guten Ordnung halber möchte ich Ihnen jetzt im Auftrag des Vorstands der Stadtwerke Stiftung den Zuwendungsbescheid übergeben. Herr Wasser Dröger. Alles Gute. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Schönes Wetter, aber ich denke, das ist auch schon bestellt. Ne? Das merkt man und ist auch so weiterhin angekündigt. 48 Stunden sind bei so intensiver Arbeit, wie Sie es vorhaben, und natürlich auch bei dem Spaß sehr schnell vergangen. Und da merkt man sicherlich den einen oder anderen Regentropfen nicht. Abkühlen können sich halt immer mal. Wenn es im Kopf ein bisschen zu warm wird, einfach mal ins Wasser stecken. Viel Erfolg, ne? Und viel Spaß. Dankeschön. Ja, meinen herzlichen Dank an die Stadtwerke Stiftung für diese Förderung. Ich hoffe, dass es allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie auch den Unternehmen sehr gefällt, dass wir für die Stadt Wernigerode den IT-Standort Wernigerode sehr, sehr nachhaltig deutlich machen können, aufwerten können und publik machen können. Und dass wir nicht nur Microsoft, sondern auch alle anderen Unternehmen, auch des Landes, davon überzeugen können, dass Wernigerode der richtige Ort ist, um Networking zu machen, innovative Produkte zu produzieren und die richtigen Studierenden zu finden, weil die Hochschule bildet sie passend aus. Dankeschön. Liebe Mitvorstandsmitglieder, Herr Oberbürgermeister, Herr Präsident des Stadtrats, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen aber Kommilitoninnen und Kommilitonen und Gäste, die Sie heute hier sind. Einer kann bei so einer kleinen Dankesrede dann sich selbst nie nennen, deshalb übernehme ich das hier an dieser Stelle. Dass es nämlich überhaupt ein Codecamp gibt, ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass wir mit dem Kollegen Drögehorn einen jungen, ich betone es, einen jungen Nachwuchskollegen haben auf einer Professur für Informatik, der diese Idee bei uns salonfähig gemacht hat. Und als sie das erste Mal geboren wurde und als diese Idee umgesetzt wurde in der Schwimmhalle hier in Wernigerode, da gab es insbesondere auch aus dem Kollegium durchaus Skepsis. Die war technischer Natur, Elektronik und Wasser, das schien den meisten hochgefährlich, nicht zu Unrecht. Die war auch ein Stück weit pädagogischer Natur, weil man sich gefragt hat, ob denn Schwimmen und Lernen gut zusammenpasst. Und last not least hatte sie auch etwas sehr Strenges. Wie kann man denn eine Prüfung abnehmen, wenn man zugleich dabei Freude hat? Dem Ganzen hat sich Kollege Drögehorn wundervoll widersetzt, indem er sehr nachhaltig jetzt schon zweimal die Veranstaltung in der Schwimmhalle durchgeführt hat und jetzt heute ein drittes Mal hier. Und das soll ja nicht das letzte Mal sein, sondern wir würden uns freuen, auch dank dieser Förderung durch die Stadtwerke Stiftung, wenn das möglich würde, tatsächlich Wernigerode als IT-Standort zu etablieren für Junge, für Nachwuchskräfte. Eine Hochschule, und das sei mir als letzter Satz
des Dankes gestattet. Eine Hochschule muss sich immer wieder neu erfinden. Sie sehen eine neue Erfindung hier vorne. Das ist unser neues Logo. Für manchen ungewohnt, viele von Ihnen hätten es gar nicht bemerkt. Für uns ein ganz wichtiger Prozess, nach 15 Jahren zu sagen, wir versuchen uns nach außen auch etwas anders, moderner, frischer darzustellen. Und wir erleben so ein bisschen so ein Fremdeln, auch im Kollegium mit diesem Logo. Das alte war doch gut, hätte es doch noch ein paar Jahre getan. Das mag schon sein. Wir hätten auch noch die nächsten Jahre weiter Informatik prüfen und ausbilden können wie vor 20 Jahren, aber wir tun es eben nicht. Und ich finde, das ist wichtig. Deshalb ist ein Codecamp für eine Hochschule eine Neuigkeit. Und mir ging es genauso wie allen anderen, die bisher gesprochen haben. Ich wusste überhaupt nichts mit dem Begriff anzufangen, hätte es mir nicht Kollege Drögorn erklärt. Und deshalb ist auch der Außenauftritt der Hochschule gelegentlich mal zu überprüfen und ein bisschen zu modernisieren. Dies alles in schwerer Zeit. Sie wissen es. Ich erspare mir jetzt aber den üblichen Jammerblock des Rektors zur Hochschulpolitik im Lande. Freue mich vielmehr, dass wir so viel Prominenz hier haben, die heute Abend diese kleine Vorab-Eröffnung mit uns gestalten. Dafür danke ich vor allen Dingen den Anwesenden aus der Stadt hier und weise darauf hin, dass die eigentliche Eröffnung ja um 0 Uhr stattfinden soll. Und das ist nun wirklich eine Zeit, die ist Herren unseres Alters dann etwas verschlossener. Ich freue mich deshalb, dass Sie um 24 Uhr nochmal richtig eröffnen und dann loslegen können. Dabei viel Spaß. Vielen Dank. Du bist Student? Nee, ich bin Softwareentwickler vom Beruf. Ich habe mein Studium schon beendet. Und warum bist du dann heute hier beim Codecamp? Ja, weil das ja allgemein für Interessenten ist und nicht nur für Studenten. Was erwartest du jetzt von den 48 Stunden hier? Ich erwarte erstmal eine Menge Spaß, dass man neue nette Leute kennenlernt und auch ein bisschen was lernt. Okay, hast du jetzt schon Kontakte geknüpft? Schon so lange bist du noch nicht hier, aber den ersten Eindruck? Ja, also ich bin schon seit heute Mittag hier und habe ein bisschen beim Aufbau geholfen und habe auch schon relativ viele Leute kennengelernt, ja. Vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was im Ablauf erzählen. Was passiert denn jetzt genau diese ganzen 48 Stunden hier? Da müssen Sie mal an, das weiß ich nicht. Aber was ist deine Aufgabe? Was machst du? Ich war mit für die Planung von Anfang an zuständig und hab beim Catering-Teil geholfen, dann beim Auf- und Abbau bin ich dabei und ansonsten Mädchen für alles. Ja, mal schauen, interessante Leute kennenlernen, vielleicht Austausch über diverse Entwicklungsthemen. Du bist wer und woher kommst du? Ich bin Matthias Hagner und ich komme aus Blankenburg. Bist du Student oder jetzt einfach nur Interessierter? Promotionsstudent an der TU Braunschweig. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Also, die Hochschule Harz veranstaltet zum dritten Mal das Codecamp, diesmal 48 Stunden statt 24 Stunden. Und ich habe gehört, es wurde auch geöffnet, nicht nur für Studenten, sondern für alle Interessierten und Jugendlichen. Warum wurde dies so getan? Die Hochschule Harz will sich ganz bewusst auch Zielgruppen öffnen, die in der Phase sind, sich für ein künftiges Studium zu interessieren, darüber nachzudenken, wo und was man möglicherweise im weiteren Ausbildungsweg betreibt. Und da passt so ein Codecamp für Schülerinnen und Schüler geradezu ideal. Wer ein bisschen technische Neigung hat, wer sich für Informatik interessiert, der kann hier spielerisch auf sehr hohem Niveau etwas lernen. Er kriegt ein Feeling für Teamwork bei der Informatik. Er kriegt natürlich auch einen kleinen Eindruck von Wernigerode und von der Hochschule Harz. Und deshalb ist das, glaube ich, eine Maßnahme, die im Interesse aller liegen kann. Wurde das halt sachsen-anhaltweit beworben? Kommen die Interessenten von überall her? Die Interessenten kommen in der Tat aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir haben natürlich zunächst mal die Region versucht einzubinden, auch die Harzregion insgesamt. Dazu zählt für uns immer selbstverständlich auch der Westharz. Aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen auch aus anderen Bundesländern. Wir haben überregional geworben, haben im Moment eine, wie ich finde, sehr ordentliche Teilnehmerzahl dafür, dass es das erste Mal ist und dafür, dass ein Teil der Länder jetzt auch schon keine Schulferien mehr hat. Man muss also versuchen, sich das irgendwie zeitlich einrichten zu können. Wir rechnen fest damit, dass im nächsten und im übernächsten Jahr die Teilnehmerzahl wächst. Und vielleicht wird dann ja Wernigerode auch ein bisschen zu der IT-Stadt hier im Harz. Also quasi Wernigerode als neues Silicon Valley. Warum wurde das nicht in den Ferien gemacht, wo Sie es gerade angesprochen hatten, dass die Ferien schon fast überall vorbei sind? Für Sachsen-Anhalt sind es noch Ferien und das war unser erster Fokus. Wir haben darauf geschaut, ob man jetzt im eigenen Bundesland so eine Veranstaltung ansiedelt, kurz vor Ende der Schulferien, die ja am Mittwoch ihren letzten Schulferientag haben. Für die anderen Länder in der Tat haben wir ein bisschen geschaut. Da muss man mit den Schulen in Verhandlungen eintreten. Man kann es nicht mitten in die Ferien legen, dann würden uns die Urlaubsplanungen der Eltern und vieler Schülerinnen und Schüler da einen Strich durch die Rechnung machen.
Silicon Valley, das ist zu viel verlangt. Aber dass wir hier so eine kleine Kaderschmiede werden für Hochleistungsinformatik und vor allen Dingen für das Studium von ganz verschiedenen Facetten der Informatik, insbesondere in ihrer anwendungsorientierten Ausrichtung, das wäre schon ein Ziel und das wäre eine sehr vernünftige Ausrichtung unseres technischen Fachbereichs an der Hochschule Harz. Aber angesichts der großen Sparmaßnahmen, die in Zukunft quasi umgesetzt werden sollen, wie sieht das dann hier weiter aus? Ist das dann überhaupt noch möglich? Wir müssen hier ein klares Zeichen setzen. Ein radikales Umsetzen der Sparmaßnahmen der Landesregierung würde bei uns auch einen Kahlschlag bedeuten. Wir kämen nicht umhin, wesentliche, auch nachfrageintensive Bereiche an der Hochschule Harz zu verkleinern, möglicherweise auch Bereiche zu schließen. Wir wollen das nicht. Wir wollen durch Leistung zeigen, dass es wichtig ist, dass in Wernigerode eine Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften, vor allen Dingen im Tourismus, in den technischen Wissenschaften, Wirtschaftsingenieur, Automatisierung und Informatik und in Halberstadt in den Verwaltungswissenschaften stattfindet, in der bisherigen Größe. Dafür kämpfen wir. Dieser Kampf ist allerdings auch noch nicht verloren. Die parlamentarische Debatte beginnt ja jetzt im Grunde erst. Wir sind zuversichtlich. Okay, Ausblick ins nächste Jahr. Können Sie da schon irgendwas zu sagen? Zu dieser Veranstaltung? Ich bin ziemlich sicher, dass wir die Veranstaltung wiederholen können, denn die technischen, die logistischen Voraussetzungen, für die ja einiges an Spenden eingeworben wurden, sind jetzt geschaffen. Man kann darauf aufbauen, sodass wir also im nächsten Jahr mit etwas geringerem Aufwand, auch Kosten, eine Veranstaltung vergleichbarer Größe aufziehen können, dann sicherlich mit noch größerer Nachfrage und dann schauen wir doch mal weiter. CodeCamp 48, heute im Freibad in Wernigerode. Dieses Camp ist geöffnet für alle, nicht nur für Studenten. Welche Bedeutung hat das für die Stadt? Ja, ich finde die Initiative der Hochschule ganz toll, dass wir dieses Camp hier haben in diesem Jahr. Und insbesondere zum einen, dass wir als Stadt auch unser Bad zur Verfügung stellen können. Das ist eine ganz besondere Nutzung eines Bades. Und zum anderen, dass dieses Camp offen ist für alle. Zunächst für die Schülerinnen und Schüler, für Studenten. Und es kann quasi, jetzt sind noch Ferien, jeder hierher kommen, der Interesse daran hat. Wir werden von tollen Firmen unterstützt, die Marktführer sind, auch in dem IT-Segment. Und für die Stadt ist das schon toll, weil man weiß, dass hier natürlich intelligente Köpfe zusammenkommen und damit vielleicht auch ein Fingerzeig in Richtung Zukunft gehen. Was kann Wernigerode leisten? Vielleicht auch mit Blick in Zusammenarbeit mit der Hochschule hier als kleine Hochburg der IT in Sachsen-Anhalt zu gelten. Darauf freue ich mich. Ich finde es toll, dass wir das hier machen. Können Sie sich vorstellen, dass im nächsten Jahr die Stadt vielleicht mehr macht, dass man das noch größer aufzieht? Ja, da müsste man mit den Organisatoren sprechen. Ich glaube, dass es in diesem Jahr schon eine ganz schöne Dimension hat. Wir haben auch extra dazu mit Unterstützung der Stadtwerke Stiftung jetzt hier extra noch eine Funkverbindung hergestellt, um vernünftig und schnell ins Internet zu können. Die Stadt beteiligt sich ja schon. Und wenn das erfolgreich ist, wovon ich ausgehe, kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Stadt im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder beteiligen wird und vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber angesichts der großen Sparmaßnahmen, die anstehen sollen, zu den Kürzungen der Hochschulen, sehen Sie das problematisch, dass dann sowas vielleicht nicht mehr machbar wäre, wenn diese Sparmaßnahmen wirklich umgesetzt werden? Ja, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Baustelle. Gerade die Hochschule, sie spielt für die Wernigerode eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Sie ist neben dem, dass wir natürlich dadurch Wissenschaftsstandort sind, ist sie für uns auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. Wenn ich an die Studenten denke, an die Studierenden, an die wissenschaftlichen Fachkräfte zum einen und zum anderen natürlich auch diese Initiativen, die immer wieder ausgehen von der Hochschule. Ohne die Hochschule gäbe es das heutige nicht und viele andere Dinge auch. Insofern hoffen wir natürlich, dass die Kürzungen bei den Hochschulen selbst nicht so extrem ausfallen, dass die Hochschule Harz vielleicht nicht so stark betroffen sein wird. Aber wir als Stadt wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, dass solche Ideen auch in Zukunft umgesetzt werden können. Okay, Dankeschön. So, wir sind jetzt Tag 2 im CodeCamp und Sie hatten wir ja gestern schon mal vor der Kamera und Sie können mir jetzt gerne mal ein kleines Resümee geben, wie bis jetzt denn der Zuspruch ist, wie viele Studenten und Jugendliche denn hier eingetroffen sind. Naja, wir haben jetzt Mitte 30 Studierende und Jugendliche, Schüler sind dabei. Ein Schüler hat sich sogar vom Kino aus gestern Abend noch angemeldet und ist spontan rübergekommen, von daher alles sehr gut. Die Nacht war spannend, bis 2:30 war alles voll in Action, die letzten waren um 6:30 noch vor der Maschine, von daher alles gut. Jeder hat seine Gruppe gefunden, die Teams haben ihre Aufgaben gefunden und jetzt geht es darum, die Technologie zu nutzen, um dann die Ideen umzusetzen. Okay, was passiert bis morgen? Die Ideen werden versucht, in Prototypen umzuformen, in lauffähigen Beispielcode. Man versucht, sich mit der Technologie vertraut zu machen und dann das erste Lauffähige bis morgen früh, morgen Mittag zu präsentieren.
Okay, wir sind gespannt. Ich danke Ihnen. Wir haben hier etwas Wunderschönes gefunden, nämlich einen jungen Herrn, der mit einer 3D-Brille rumhantiert. Was kannst du uns genau dazu sagen? Was machst du damit? Also das ist eine VR-Brille. Das ist ein Prototyp von der Firma Oculus. Und die wird in ähnlicher Form, denke ich, nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und wir am Studiengang Medieninformatik werden damit hauptsächlich VR-Demos umsetzen. Wir nutzen das, um virtuelle Räume zu erkunden, beziehungsweise auch virtuelle Räume zu entwerfen. Man kann das eigentlich nur richtig machen, wenn man auch in dieser Welt drin ist. Und das geht mit diesem Hardware-Gerät im Moment am besten. Okay. Welche Auflösung hat die Brille? Die ist momentan noch recht beschränkt. Also sie hat irgendwie eine Auflösung von 1080, glaube ich, mal 800. Also das ist nicht so viel. Oder 1800 mal 800, das ist jetzt noch nicht so viel. In der endgültigen Version soll es dann aber auch Full HD sein. Was haben Sie jetzt genau hier vor Ort mit dieser Brille schon gemacht? Wir haben jetzt erstmal so ein paar Demos getestet und versuchen jetzt gerade die Brille in eine Entwicklungsumgebung, die wir an der Hochschule einsetzen, das ist Unity 3D, zu integrieren. Und wenn das läuft, dann werden wir das auch in den Unterricht mit einfließen lassen. Okay. Ja. Kann ich die mal aufsetzen? Sehe ich da was? Ja. So, jetzt bekomme ich gleich die Brille aufgesetzt. Ich bin gespannt, ob ich wirklich 3D sehe. Es dauert ein bisschen, also einerseits die Vorbereitung, bevor das startet, und andererseits auch die Zeit innerhalb der Anwendung. Also man fährt da so einen Rollercoaster, also klassische Achterbahn entlang. Ja, ja. Das war bestimmt sehr rechenintensiv, um sowas berechnen zu lassen. Das geht so mittlerweile. Also Sie sehen es ja jetzt hier, das ist jetzt gerade ein Laptop, der ist jetzt nur aber auch schon 1,5 Jahre alt. Und das geht darauf schon ganz gut. Okay, ich bin gespannt. Dass die Auflösung des Endgeräts jetzt noch nicht besonders hoch ist. Ja, ich sehe jedes Pixel einzeln. Ja, genau. Mhm. Dann ist aber auch schon scharf, dann ist es schon scharf eingestellt, ja. Okay. Ah, dann bewege ich dann. Ja, man kann sich jetzt richtig umschauen, ja. Das ist ja Wahnsinn. So ist das gedacht, ja. Also man merkt richtig, der Kopf ist wirklich dabei. Ja. Man wird schon ganz schwindelig. Ja, man muss auch, ja, also, das ist, man muss ein bisschen leidensfähig sein, das stimmt. Ja. Also, vielleicht würde ich noch mal kurz erklären. Ich fahre jetzt gerade eine Achterbahn hoch über ein Schloss und es geht tief nach unten. Schon sehr beängstigend und ich glaube, gleich fährt man ganz, ganz schnell sehr tief nach unten. Mal den Eimer. Oh. Ich kriege Angst, ich kriege richtig Angst. Oh mein Gott. Es ist wie echt. Oh. Alter. Also man glaubt wirklich, man fährt gerade real diese Achterbahn. Der Kopf spielt einem da einen Streich. Also es ist einfach nur richtig geil. Also ich glaube, danach übergebe ich mich erstmal. Ja, wenn es nicht mehr geht, einfach absetzen. Ich fühle mich auch immer noch drüber. Oh Gott, es ist einfach nur heftig. Also sowas brauche ich für zu Hause auch. Definitiv. Ja, so. Das ist was für Couch-Potatoes auf jeden Fall. Jetzt geht es wieder langsamer nach oben und es wird immer höher. Ich kann hier runter gucken. Ich werde immer höher, sogar nach oben kann ich gucken, das ist atemberaubend. Ich glaube, es geht dann einfach auch wieder von vorne los. Ja, gut, so ich setze das mal ab. Also hier auf dem Bildschirm sieht man auch, wo ich gerade lang gefahren bin. Und wie beim 3D-Fernseher, zwei Bilder werden angezeigt und dann wird daraus ein 3D-Bild erzeugt. Das ist einfach nur phänomenal, ne? Das braucht man für zu Hause. Und ihr programmiert quasi dann genau solche Sachen, ja? Wir werden uns dann vor allen Dingen mit Content-Erstellung für solche Szenarien beschäftigen. Das ist ja jetzt im Spielbereich, aber das geht natürlich auch für ernsthafte Anwendungen. Ja. Also gerade jetzt, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel in irgendwelchen Kernkraftwerken oder so irgendwelche Dinge zu steuern, dann wäre es natürlich gut, wenn man das so machen kann, wie man das von seinem Körper her auch gewohnt ist. Und das geht umso besser, umso näher man an dem Geschehen dran ist. Ja, und dann kann man so in Gefahrenzonen mit Robotern arbeiten zum Beispiel. Das bedingt aber auch ein gutes Eintauchen in diese virtuellen Welten. Und daran werden wir arbeiten. Ich habe jetzt hier zwei Vertreter von Microsoft neben mir stehen, weil Microsoft unterstützt nämlich das CodeCamp ganz aktiv. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie sind? Mein Name ist Malte Lantin. Patrick Boskolo, hallo. Okay, was sind denn genau Ihre Aufgaben hier? Was machen Sie als Microsoft?
Wir sind hier vor Ort, um über unsere Technologien zu sprechen, unsere Entwicklungstechnologien, hier mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen, ein bisschen vorzustellen, was wir als Microsoft im Moment so machen, haben ein paar Geräte mitgebracht, um einfach zu zeigen, was mit Microsoft-Technologie im Moment so möglich ist. Was für Geräte haben Sie denn mit? Wir haben Surface da, also sowohl in der RT-Version als auch in der Pro-Version. Das heißt, man kann zum einen sich diese neue Welt angucken von den mobilen Geräten. Wir haben ein paar Telefone mitgebracht, ein Nokia Lumia 620 und ein 800er. Auch da kann man mit drauf entwickeln oder sich einfach mal angucken, was die Dinger so tun, wie die sich anfühlen, was man damit machen kann. Und wir haben noch zwei Kinects mitgebracht, mit denen man letzten Endes ja, aufzeichnen kann, Körperbewegungen, Sachen steuern kann über Gesten, solche Dinge mehr. Das Kinect sollten ja viele bekannt sein von der Xbox, wo das verwendet wird. Programmieren Sie ja auch Spiele für die Xbox? Also für die Xbox nicht. Wir haben hier keine Xbox mit, aber wenn jemand ein Spiel programmieren will, gerade für den PC, kann er natürlich dann auch auf die Kinect zurückgreifen. Dieses Tablet von Microsoft steht da quasi in direkter Konkurrenz zum iPad. Was ist denn daran jetzt besser als am iPad? Du kannst anschließen, was du willst. Also du kannst eine Festplatte anschließen beispielsweise, wäre jetzt mein USP. Also ja, es gibt viele Tablets, Hersteller, aber ich glaube so mein persönlicher Mehrwert wäre jetzt, ich kann zum Beispiel meine externe Festplatte anschließen und meine Dokumente drauf öffnen, egal welche. Was ist denn dein Mehrwert? Dass ich mein Handy laden kann und direkt von meinem Handy die Fotos auf mein Tablet ziehen kann. Okay. Und das ist schon ziemlich gut, außerdem habe ich nicht nur die Apps, die ich auch auf jedem anderen Tablet habe, sondern ich kann auch auf den Desktop gehen, habe dort Word, Excel, PowerPoint, kann damit produktiv arbeiten, kann meine Seminararbeit schreiben, was auch immer ich gerade tun möchte. Was wird denn hier von den Studenten und von den Jugendlichen am meisten angenommen? Was wurde jetzt am meisten gemacht? Also es ist ganz, ganz gemischt. Manche interessieren sich für die Webtechnologien, viele finden natürlich hier die Hardware sehr interessant, informieren sich über dieses ganze Thema Apps, aber das ist ganz unterschiedlich. Und viele sitzen natürlich auch bei den anderen Kollegen, das heißt, es verteilt sich hier sehr gut. Kann ich Ihnen eine Frage zur Xbox stellen? Oder ist das hier... Dann frage ich einfach mal. Ich meine, die Xbox war momentan negativ im Gespräch, weil die Xbox quasi wollte, dass sie alle 24 Stunden ans Internet geht, dass man Spiele nicht untereinander tauschen konnte. Microsoft ist jetzt zurückgerudert. Warum wurde dies getan? Warum wurde was getan? Dass die Xbox immer ans Internet muss und dass man Spiele nicht untereinander tauschen kann. Sollen wir jetzt mal versuchen, den Mehrwert zu erläutern? Ja, sollen wir das zu machen, was die Kollegen in den USA leider nicht so gut vermittelt haben? Also grundsätzlich ging es darum, dass man digitale Inhalte besser teilen kann. Und das funktioniert einfach nur, wenn das digitale Rechtemanagement entsprechend implementiert ist. Dafür muss die Konsole alle 24 Stunden einfach mal beim Server fragen, bin ich noch der Lizenzinhaber oder habe ich die Lizenz eventuell an jemanden weitergegeben? Mit der Xbox soll es ursprünglich so sein, dass ich zum Beispiel mit meinem Freund Patrick meine Xbox-Spiele teilen kann, ohne ihm die DVD zu geben. Ich kann einfach sagen, hey Patrick, er darf jetzt auch auf das neueste Call of Duty, was ich mir gekauft habe, zugreifen. Wir können es gemeinsam spielen. Er kann es nutzen, ich kann es benutzen und wir müssen beide nicht die DVD hin und her schicken. Wir können es beide benutzen. Aber um dies sicherzustellen, muss die Xbox natürlich regelmäßig beim Lizenzserver fragen, wer nutzt dieses Spiel gerade, damit wir natürlich nicht plötzlich mit hunderten Leuten das Spiel einmal kaufen und mit hunderten Leuten spielen, sondern der Patrick spielt es, ich kann ihm sofort das Recht dafür geben, aber er kann mir das Recht auch digital wieder zurückgeben und das entsprechend zu implementieren. Dafür braucht man diese Internetverbindung, nicht dauerhaft, alle 24 Stunden sollte es passieren. Mittlerweile sind wir ein bisschen davon abgerückt, weil gerade in den USA gibt es viele Gebiete, wo die Leute vielleicht keine Internetverbindung haben, wo sie sagen, ich sitze im Winter mal auf der Hütte, möchte da ein bisschen Xbox spielen, habe keine Internetverbindung, dafür ist es dann natürlich nicht so gut. Das haben die Kollegen eingesehen, deswegen das nicht implementiert. Ich persönlich finde manche Sachen ein bisschen schade, weil ich hätte gern diese neuen Funktionen sehr intensiv genutzt. Andere waren nicht so begeistert und von daher, wir hören da auf den Markt und machen das, was die Leute gerne möchten. Das wollte ich auch gerade sagen, dass auch jetzt in den ländlichen Gebieten hier zum Beispiel auch im Harz nicht Internet in einer großen Bandbreite verfügbar ist und dann viele nur übers Handy online gehen und das auch gar nicht mit der Xbox verbinden können. Aber vielleicht können Sie mir noch die Unterschiede zur PlayStation 4 sagen. Warum ist die Xbox besser als die PlayStation 4? Das ist eine gute Frage, weil wir sind ja nicht von Sony und deswegen können wir das nicht so gut machen. Die sind sehr gut da drin, die Sachen immer zu vergleichen. Also was ich sagen würde, was die Xbox als Alleinstellungsmerkmal hat, das ist eine All-in-One-Entertainment-Konsole. Das heißt, ich kann damit alles machen, von Fernsehen über Videospiele bis hin zu digitalen Video-Downloads, das alles in einem Gerät, komplettes Home-Entertainment in einer Box. Sind Sie nächstes Jahr wieder hier vor Ort? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn wir eine Einladung bekommen, aber ja. Genau. Ja.
da gleich mal noch eine Frage oder vielleicht eine Idee, dass man vielleicht zusätzlich noch so eine kleine Spielecke mit aufbaut, was vielleicht auch mehr Jugendliche anziehen würde, dass man Jugendlichen zeigt, wie programmiert man Spiele, aber wie spielt man auch Spiele und was sind die Neuheiten und so weiter und so fort. Wäre das eine Idee? Das ist eine gute Idee, können wir uns gut vorstellen. Wir wurden jetzt ein bisschen von den zeitlichen Entwicklungen ein bisschen erholt, weil gerade für die Xbox One, die ja dieses Jahr noch kommt, wurde das Entwicklerprogramm erst letzte Woche vorgestellt. Und für uns war das auch alles sehr kurzfristig, aber ich denke mal, im nächsten Jahr können wir da viel machen. Okay, ich danke Ihnen. Wie wir gestern schon erfahren haben, wenn man mal abschalten möchte von den vielen Programmieren und den vielen Computerbildschirmen, dann kann man hier auch ein bisschen Spaß haben und mit so einem kleinen Segway rumfahren. Und genau das probiere ich jetzt mal aus. Man stellt sich drauf und man navigiert und lenkt das ganze Ding quasi mit seinem Körpergewicht. Wenn man sich nach vorne beugt, dann fährt man vorwärts und nach hinten fährt man rückwärts. Ich probiere es mal aus, wie das Ganze sich anfühlt und wie es funktioniert. So, wie ihr seht, ich stehe schon mal drauf und jetzt geht's los. Und es ist eine sehr, sehr spaßige Sache. Man kann auch richtig schnell mit werden. Das heißt, für alle faulen Leute, die nicht so viel laufen wollen, die heizen einfach mit so einem Segway rum, ne? Also ich glaube, das Ding ist so interessant, das könnte ich mir auch gut auf Arbeit vorstellen. Ne? Dann kann ich mich damit in die Küche fahren, dann kann ich damit auf Toilette fahren, dann laufe ich gar nicht mehr. Interessant. Die Frage ist nur, was kostet dieses Gerät? So, jetzt versuche ich auch mal hier Slalom zu fahren. Auch das kriege ich hin. Es ist wirklich richtig einfach zu bedienen. So, und weiter geht's. So, jetzt wird es ein bisschen eng, aber auch das kriege ich hin. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. So, eine Runde noch und dann bin ich erstmal fertig für heute und wir gucken mal, was noch für Attraktionen hier sind. So. Wie ihr seht, ich habe gar keine Lust mehr aufzuhören zu fahren. Es macht einfach wahnsinnigen Spaß. So, 48 Stunden Codecamp in Wernigerode neigen sich langsam dem Ende. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein kleines Resümee. Wir befragen nochmal die Teilnehmer, wie sie es fanden, was im Endeffekt als Resultat rausgekommen ist und schauen jetzt einfach nochmal etwas hier durch die Gegend. Also, neben mir sitzt schon jemand. Ich gehe einfach mal hin und frage, hallo, wer bist du? Hi, ich bin eigentlich Orga und kein Teilnehmer. Aber als Orga kannst du mir da auch ein kleines Resümee ziehen. 48 Stunden Codecamp, fast zu Ende. Wie ist dein Resümee? Ja, wir haben viel erlebt in den letzten 48 Stunden. Es ging rauf und runter, hin und her. Die Leute waren alle sehr aufgeschlossen, gerade was das Entdecken neuer Technologien angeht, das Zusammenarbeiten, das Zusammenfinden. Viele kannten sich ja auch gar nicht. Wir hatten Leute aus allen Regionen Deutschlands, sogar einen aus Finnland. Man kann eigentlich nur ein positives Resümee ziehen am Ende. Okay, dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight, okay, das ist immer sehr subjektiv, aber ich finde dieses Oculus Rift, das habt ihr vielleicht auch schon mal gefilmt, auf jeden Fall ist es gerade hinten im Einsatz, was Virtual Reality ermöglicht. Das hat zum einen für interessante Projekte gesorgt und zum anderen hat es auch sehr schön zum Spielen eingeladen, weil man, es ist halt was Neues und ich persönlich vermute, das wird so die Zukunft sein. Gehe ich auch von aus. Also wir haben es ausprobiert, es war wirklich gigantisch. Okay, nächstes Jahr bist du wieder dabei? Ich denke schon, ja. Und mal sehen, in welcher Position, aber ich denke mal, ich werde da wieder eingegliedert. Hast du irgendwelche Vorschläge, was man nächstes Jahr vielleicht noch mehr machen könnte? Naja, also dadurch, dass ich halt eben auch so ein bisschen fürs Marketing und die Außendarstellung gesorgt habe, das war meine Aufgabe, vielleicht ein bisschen früher damit anfangen, dann noch, damit noch mehr Leute davon Wind kriegen und sich auch schon früher darauf einstellen können. Das sind ja jetzt mehrere Tage und das muss man sich schon frei halten im Kalender. Okay, dankeschön. Hallo, 48 Stunden Codecamp neigen sich dem Ende. Stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr? Ja, ich bin Ludwig Lauer und das ist Alexander Johr. Wir studieren beide Medieninformatik an der Hochschule Harz.
Okay, das ist ja schön. Könnt ihr ein kleines Resümee ziehen von den letzten fast 48 Stunden? Nun, es war sehr stressig und wir sind sehr auf uns allein gestellt, da wir eine Technologie ausgesucht haben, die quasi hier von niemandem vorgestellt wurde. Aber das ist unser Eigenprojekt. Wir versuchen mit der Razer Hydra, diesem Gerät hier, und dem Oculus Rift zusammen ein Spiel zu bauen, welches diese Eingabegeräte bestens ausnutzt, und wollten das mal ausprobieren, zusammen mit dem Unreal Development Kit. Wie weit seid ihr jetzt gekommen damit? Ja, wir sind im Prinzip noch gar nicht so weit. Also die Integration des Oculus Rifts geht ganz easy, weil das sehr weit vorgefertigt wurde, aber die Razer Hydra, die ist gerade sehr problematisch. Wir haben es bisher eigentlich bloß hinbekommen, die Razer Hydra zumindest zu integrieren und dass wir quasi Logs erhalten. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite den Log von den Sticks quasi, und wenn man die jetzt bewegt, dann kann man quasi sehen, dass die jetzt sich auch updaten und darüber sich dann quasi der Player dann auch bewegt. Und jetzt versuchen wir das quasi zu ersetzen mit der Rotation dieses Gerätes, um dann damit den Player zu bewegen. Wo wollt ihr später zukünftig mal hin? Spieleentwickler? Möglicherweise, vielleicht aber auch die Programmierung von Robotern, da braucht man das nämlich genauso. Aber so ganz steht das noch nicht fest. Aber Programmierung wird es auf jeden Fall sein. Habt ihr vielleicht noch ein paar Vorschläge fürs nächste Jahr, was man noch mehr machen könnte, noch besser machen könnte? Also mir waren das zu viele Vorträge. Man könnte die Vorträge vielleicht kürzen oder Pausen dazwischen einbauen oder vielleicht ein paar Vorträge rausnehmen, nur die wirklich sehr interessanten. Ansonsten vielleicht mehr Anbieter und vielleicht bringen die Anbieter auch eigene Ideen mit, weil im Moment war das eher so, dass wir uns quasi reindenken mussten, was könnt ihr uns denn anbieten, und die wussten dann leider auch nicht so ganz genau, was sie uns zeigen möchten. Dankeschön. Bitteschön. Ein kurzes Resümee von den letzten fast 48 Stunden. Wie hat es euch gefallen? Was habt ihr bis jetzt gemacht und erreicht? Ja, insgesamt hat Spaß gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich wiederholen würde, wo ich wieder mitmachen würde, wenn die nochmal angeboten würde. Und viel programmiert, wenig Schlaf, viel zu viel Red Bull. War cool. Also besonders zu erwähnen, also besonders interessant ist bei sowas natürlich der Austausch mit den anderen, sich andere Ideen einzuholen. Das war sehr produktiv und sehr interessant. Was könnte man nächstes Jahr noch mehr machen, verbessern sozusagen? Also ich finde, die haben hier schon eine relativ gute Basis. Natürlich, ich meine, viel Gewusel, viel Technik, es kann eigentlich nie genug sein. Also generell finde ich aber, die sind auf einem sehr guten Weg. Und für die kurze Organisationszeit und dafür, dass es das erste Mal war in diesem Rahmen, fand ich das schon beeindruckend, wie das gelöst wurde. Okay, dankeschön. Also bis jetzt hatten wir nur positives Feedback, positive Resümees. Wie sehen Sie das Ganze, die fast 48 Stunden? Ich bin hochzufrieden. Ich sehe es genauso positiv. Die Teilnehmer haben mit Spaß und Engagement ihre Projekte umgesetzt. Sie haben alle was gefunden, technisch hervorragend umgesetzt. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr positiv gelaufen. Alle Beteiligten, inklusive alle Unternehmen, wollen es nächstes Jahr nochmal machen. Von daher, ich bin sehr zufrieden. Okay, wenn man nächstes Jahr dabei sein möchte, wo bekommt man Informationen, wo kann man sich bewerben? Ab Jahresende wird die codecamp48.de Webseite erneuert werden. Von daher, ab Jahresende kann man sich dann dort bewerben. Und da wird dann auch stückweise das Programm aufgebaut. Je nachdem, welche Unternehmen noch alle zusagen und sich bewerben für die Teilnahme, werden wir da dann alles publik machen. Gibt es schon ein paar Informationen, welche Unternehmen denn angefragt werden, wer eventuell kommen würde? Also Microsoft will unbedingt wieder dabei sein. Mittlerweile haben auch die Google Groups signalisiert, dass sie kommen wollen. Die Wernigeröde Linux Group hat gesagt, sie will kommen. PDV Software aus Goslar möchte kommen. Von daher, das Spektrum wird breiter. Okay, es wird sehr, sehr interessant. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, geht auf codecamp48.de. Die Internetadresse verlinken wir natürlich nochmal bei uns bei campus-tv-harz.de. Damit verabschiede ich mich von fast 48 Stunden Codecamp hier im Freibad Wernigerode.